Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch im Namen meines Kollegen, Herrn Rechtsanwalt Steuerberater Dietrich Loll aus Berlin, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Uwe Schlegel. Und Herr Loll und ich wollen Sie heute mitnehmen auf eine Reise, die uns zu den wichtigsten Schauplätzen der aktuellen Corona-Regelungen, also der Maßnahmen führt, die gegen das Coronavirus, zur Bekämpfung des Coronavirus angedacht sind, einschließlich der in diesem Kontext dann auch noch auf den Weg gebrachten wirtschaftlichen Hilfen. Letzteres wird Thema von Herrn Loll sein. Ich beginne mit einem kurzen Überblick über einige wesentliche Punkte des Corona-Maßnahmenpakets mit dem Schwerpunkt Infektionsschutzgesetz. Ich sehe, noch laufen die Teilnehmerzahlen etwas hoch. Trotzdem, wir wollen die rechtzeitig Erschienenen dafür nicht bestrafen. Und deswegen mein Vorschlag, wir fangen pünktlich an, dann können wir auch pünktlich gegen 13:45 Uhr aufhören. Ja, was sind die grundlegenden Gedanken des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers? Damit sollte man, glaube ich, sinnvollerweise beginnen. Der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber verfolgt das klar kommunizierte Ziel, die Menschen in Deutschland, die noch nicht geimpft sind oder noch nicht über einen vollständigen Impfschutz verfügen, dazu zu bewegen, diesen Impfschutz kurzfristig zu erlangen. Mit dem heutigen Tag, einige besonders Aufmerksame werden es auch schon gesehen haben, hat der Gesetzgeber darüber hinaus auch eine teilweise Impfpflicht auf den Weg gebracht. Das heißt, es wird eine einrichtungsbezogene, eine branchenbezogene Impfpflicht geben, die dann ja im Grunde genommen kurzfristig umzusetzen ist, die aber ihre gegebenenfalls für Betroffene nachteiligen Wirkungen dann Mitte März 2022 vollständig entfalten wird. Wenn wir uns vor Augen halten, diese von mir gerade skizzierte Grundidee, dann läuft das auf eine Ungleichbehandlung hinaus. Geimpfte und Nicht-Geimpfte werden ungleich behandelt. Das ist nach meiner Einschätzung kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, denn der sagt, Gleiches ist gleich zu behandeln, Ungleiches darf logischerweise auch ungleich behandelt werden. Und wenn man den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Medizin folgt, dann ergibt sich halt doch ein großer Unterschied für die Frage der Weitertragung des Virus, ob man geimpft oder nicht geimpft ist. Und ja, hinzu kommen ja auch noch die mit der Virusinfektion in vielen Fällen leider Gottes verbundenen mehr oder weniger schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Von dieser Überlegung ausgehend, also von diesem ausgehend, hat der Gesetzgeber eingeführt eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das bedeutet, dass der Arbeit nachgehen dürfen grundsätzlich nur Menschen, die geimpft, genesen oder, ich sage es mal in meinen Worten, frisch getestet sind. Ja, was frisch heißt, führe ich gleich noch aus. Heißt also, wenn ein Arbeitnehmer nicht geimpft, nicht genesen ist, dann muss er eine 5-Tage-Woche unterstellt, grundsätzlich 5 sogenannte Antigen-Schnelltests beibringen, jeweils nicht älter, Stichwort frisch, nicht älter als 24 Stunden. Das müssen Tests sein, die zertifiziert sind, das heißt, in einem Testzentrum durchgeführt worden sind.
und die müssen dann mit einem negativen Ergebnis versehen sein. Ohne Test darf prinzipiell ein Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz nicht aufsuchen. Einzige Ausnahme, er betritt die Betriebsräume, um dort getestet zu werden, und zwar unter Aufsicht des Arbeitgebers oder von einer durch den Arbeitgeber beauftragten Person. Stellt der Arbeitgeber zwar Tests, aber keine Beaufsichtigung zur Verfügung, auch die Fälle soll es schon gegeben haben, dann wird man wohl davon ausgehen müssen, dass der Arbeitnehmer 5 Tests auswärtig zu besorgen hat. Immer unterstellt eine 5-Tage-Woche. Mit diesen Tests bewaffnet darf er dann auch arbeiten gehen. Die Tests, die der nicht geimpfte Arbeitnehmer außerhalb des Betriebes anfertigen lässt, sind Tests, die er grundsätzlich auf seine Kosten durchführen lassen muss, wenn wir nicht kostenfreie Bürgertests haben und je nach Bundesland auch darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, sich kostenfrei testen zu lassen. Und das Anfertigen der Tests bzw. die damit verbrachte Zeit ist nach überwiegender Auffassung unter den Juristen keine vergütungspflichtige Arbeitszeit. Also keine Arbeitszeit, die der Arbeitgeber zu vergüten hätte. Das muss außerhalb der Arbeitszeiten geschehen. Ob das dann früh morgens passiert oder gegen Abend. Wichtig ist da nur, dass die 24-Stunden-Zeitspanne, die ich aufgezeigt habe, nicht überschritten wird. Ja, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, betrifft reguläre Betriebe. Reguläre Betriebe heißt Betriebe, die nicht noch einmal besonders im Fokus des Gesetzgebers stehen, weil dort mit Menschen umgegangen wird. Einmal sehr nah physischer Kontakt und zum anderen aber auch mit sogenannten vulnerablen Menschen, also wie beispielsweise in Arztpraxen oder auch in Pflegeeinrichtungen. Dort regelt der Gesetzgeber noch einmal gesteigerte Testpflichten, auch hinsichtlich des in diesen Betrieben, in diesen Einrichtungen beschäftigten geimpften Personals. Das haben dann zwar versucht, Standesvertreter ein bisschen umzudeuten und sie haben auch über die Landesgesundheitsministerkonferenz den Versuch unternommen, hier nochmal Anregungen an den Bundesgesetzgeber heranzutragen, die gesetzliche Regelung abzuändern. Das ist aber bis heute nicht geschehen, sodass also in diesen Einrichtungen dann auch bei den geimpften Personen zu testen ist, soweit Tests vorhanden sind. Das ist nämlich ein praktisches Problem. Dort, wo Tests derzeit nicht zu erlangen sind, ist das zu dokumentieren, so wie übrigens alle Tests und das Drumherum zu dokumentieren ist. Und ja, dann muss man auch nicht testen, denn Tests, die nicht da sind, kann man logischerweise auch nicht zum Einsatz bringen. Also 2, 3, 4 Versuche starten, an Tests zu kommen. Wenn das nicht möglich ist, Bildschirmfoto machen und dokumentieren, dass man sich zwar redlich bemüht hat, an Tests zu gelangen, das aber nicht gelungen ist. Selbst redend muss der Versuch, an Tests zu kommen, in bestimmten Abständen wiederholt werden. Ja, dann haben wir noch ein Kapitel Homeoffice. Hintergrund ist, der Gesetzgeber versucht, physische Kontakte zu vermeiden. Deswegen gilt das, was ich eben zu den Tests gesagt habe, auch immer nur, wenn Arbeitnehmer in physischem Kontakt zu anderen stehen. Den kann ich natürlich ganz einfach dadurch verhindern, dass ich Homeoffice gewähre. Dazu gibt es eine gesetzlich geregelte Verpflichtung, sowohl für Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer. Natürlich nur in Betrieben bzw. Branchen, wo Homeoffice durchführbar ist. Dann sehr häufig nachgefragt, komme ich schon langsam zum Ende meiner Einführung, sehr häufig nachgefragt, wie sieht's aus mit Erkrankten, mit Menschen, die unter Quarantäne gestellt worden sind und wie verhält es sich mit dieser ominösen Bestimmung im bürgerlichen Gesetzbuch, § 616 BGB. Fangen wir an mit den Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind und über eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verfügen. Die bekommen, egal ob geimpft oder nicht geimpft,
Im Regelfall Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Übliche Regeln. Soweit Sie dann als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin in der Umlage sind, selbstverständlich auch der bekannte Erstattungsanspruch aus der Umlage U1. Das wäre nur dann anders, wenn man sagen könnte, im Einzelfall sagen könnte, dieser Arbeitnehmer hat durch grobes Verschulden sich selbst gegenüber die Infektion herbeigeführt. Also ich denke da etwa an den Fußballfan im Stadion, der ungeimpft, ohne Abstand, ohne Maske auf der Stehtribüne seinem Gunst erweist. Das, glaube ich, könnte dann schon kritisch werden. Von solchen Fällen abgesehen gibt es Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Arbeitnehmer, die unter Quarantäne gestellt worden sind, bekommen ja bekanntlich ihr Entgelt grundsätzlich fortgewährt. Das gilt aber seit einiger Zeit, 24.11.2021, nicht mehr für die Nicht-Geimpften und Nicht-Genesenen, die, wenn sie unter Quarantäne gestellt worden sind, erhalten keinen Entschädigungsanspruch vom Gesundheitsamt bzw. von der zuständigen Gesundheitsbehörde. Und wir schlussfolgern daraus, dass auch kein Entgelt Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht. Bei Geimpften ist das grundsätzlich anders. Die Geimpften bekommen einen solchen Anspruch oder andersrum gesagt, der Arbeitgeber zahlt zunächst einmal das Entgelt weiter und bekommt dieses dann erstattet von der Gesundheitsbehörde. Mit einer Einschränkung: sollte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer der § 616 BGB, im Volksmund auch Anspruch auf Sonderurlaub, nicht ausgeschlossen worden sein, dann wird in vielen Fällen die Behörde sagen, wir kürzen den Entschädigungsanspruch, den der Arbeitgeber geltend macht, um eine oder gar zwei Wochen. Das ist in der Vergangenheit häufiger passiert. Ob das wirklich rechtens ist, ist bis heute höchstrichterlich nicht geklärt, ist aber in der Praxis weit verbreitet, dass die Gesundheitsbehörden so agieren. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Ein paar Bemerkungen zum Cook. Habe eigentlich gedacht, oder Herr Lonn und ich, wir haben heute Morgen noch überlegt, könnte etwas länger dauern heute beim Cook. Aber der Gesetzgeber hat wieder mal eine Rolle rückwärts gemacht. Und das macht es uns jetzt hier leichter. Denn die Sonderregelungen beim Cook, so wie wir sie in der Vergangenheit hatten, also etwa diese erhöhten Zahlungen bei denen, die über längere Zeiträume hinweg in Kurzarbeit sich befunden haben, die Zuzahlungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen, das soll nunmehr verlängert werden, sollte eigentlich auslaufen am 31.12.2021, wird aber nun wohl verlängert bis zum 31.03.2022. Ja, das heißt zusammengefasst: Grundidee des Gesetzverordnungsgebers, Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften, 3G-Arbeitsplatzregel mit den damit verbundenen Testpflichten und dann die Sondersituation in Einrichtungen, Betrieben, die mit vulnerablen Personen zu tun haben, wie etwa Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Ich hatte was gesagt zu den Kosten der Tests und der Frage, ist es Arbeitszeit, wenn sich der Arbeitnehmer testen lässt? Ich hatte was gesagt zu Homeoffice, zu Krank, Quarantäne und § 616 BGB. Und zum Schluss haben wir noch einen ganz, ganz kleinen Ausflug gemacht ins Cook. Das führt jetzt, lieber Herr Loll, 13.14 Uhr zu Ihnen nach Berlin. Ich gebe kurz ab. Sie haben schon, habe ich gesehen, ein bisschen Gebrauch gemacht von der Chat-Funktion. Herr Loll und ich werden im Anschluss an unsere kurzen Beiträge auf Fragen von Ihnen eingehen. Vorher aber bitte, Herr Loll, noch Ihre Ausführungen zu den Wirtschaftshilfen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schlegel. Und ja, schöne Grüße auch von meiner Seite aus dem in der Zwischenzeit ja sehr verschneiten winterlichen Berliner Gegend. Ja, ich soll Ihnen was zu den Corona-Hilfen erzählen und ich dachte mir, ich gucke erstmal, wie sah es denn jetzt so in der Vergangenheit eigentlich mit der Bearbeitung der bisherigen Anträge aus. Sie wissen ja, wir haben irgendwann mal mit der Soforthilfe angefangen, kam dann irgendwann zu den Überbrückungshilfen und nachdem
bei der Überbrückungshilfe 3 dann irgendwann anscheinend die Zahlen ausgingen, sind wir ja gerade im Stadium der Überbrückungshilfe 3 Plus, die ja noch bis zum 31.12. läuft. Und so mancher fragt uns auch, Mensch, ich habe immer noch gar kein Geld, was ist denn hier los? Also tatsächlich sieht es so aus, dass die entsprechenden Behörden bei den Überbrückungshilfe 3 Anträgen schon bei einer Bearbeitungsquote von 83% sind. Und bei der Überbrückungshilfe 3 Plus sind wir gerade mal über der Hälfte, also irgendwie bei 54%. Heißt also, wenn da Ihre Bescheide bisher noch nicht rausgegangen sind, grämen Sie sich nicht. Sie sind immer noch in der Gruppe, die halt eben nicht bearbeitet ist und die Behörden haben halt gerade viel, viel zu tun. Ja, wie sieht es ansonsten aus? Was gibt es für Neuerungen? Wenn wir uns vor allem auch nochmal die älteren Überbrückungshilfen angucken, da gab es ein paar Anpassungen von unseren Geldgebern. Wir sollten ja eigentlich jetzt schon bei den ersten Überbrückungshilfen damit anfangen, eine Schlussabrechnung anzufertigen. Und um ehrlich zu sein, mir als Steuerberater graut schon davor. Da muss man ja dann auf die Echtzahlen abstellen. Sie wissen ja, als wir diese ganzen Hilfen beantragt haben, haben wir ja oft dann auch fiktive Zahlen genommen. Wir müssen also jetzt, dann haben wir ja Zahlen vorliegen, wenn wir über die Vergangenheit sprechen. Wir müssen das, was Sie in den jeweiligen Programmen beantragt haben, dann mit den anderen Programmen nochmal abgleichen. Dann muss es dann vielleicht irgendwelche Anrechnungen geben. Man muss auch nochmal beihilferechtlich gucken, sind dann hier die richtigen Töpfe ausgeschöpft worden und. Ist also viel Arbeit, sollte wie gesagt jetzt Ende des Jahres beginnen und die Steuerberater waren alle in Panik, dass sie jetzt also während des Weihnachtsgeschäfts, das für uns auch immer eine Jahresendrallye ist, damit dann viel zu tun haben. Unsere Steuerberaterkammern haben dann also jetzt das Wirtschaftsministerium so auf das eingewirkt, dass die Schlussabrechnung für sämtlichen Überbrückungshilfen, die es im Augenblick gibt, also bis zur 3 Plus, erst bis zum 31. Dezember 2022 erstellt werden müssen. Wir haben also mit den Schlussabrechnungen noch ein bisschen Zeit. Heißt nicht, dass wir dann nächstes Jahr alle Stress haben, aber wir müssen halt jetzt nicht die Schlussabrechnung machen. Ansonsten, wer von Ihnen Neustarthilfe beantragt hat, da sind die entsprechenden Anträge dann auch ein bisschen nach hinten geschoben worden. Da haben wir zum Beispiel bei der Neustarthilfe Plus, die ja im Augenblick läuft, dann bis zum 31. Juni 2022 dann mit der Endabrechnung dann erst aufzulaufen. Ja, ansonsten, ich hatte ja gesagt, im Augenblick jetzt noch bis Ende dieses Jahres haben wir Überbrückungshilfe 3 Plus. Man hat gesehen, Corona ist immer noch da und viele, viele von Ihnen brauchen Geld. Es gibt jetzt also dann ein neues Programm, darauf hat man sich geeinigt. Es wird die Überbrückungshilfe 4 geben, jetzt zählt man dann also wieder weiter. Die läuft aber erst einmal nur vom 1. Januar bis zum 31.03.2022. Also fürs erste Quartal wird erstmal geschaut, ja, dass man da wieder der Wirtschaft ein bisschen hilft. So. Was haben wir jetzt für ein Programm? Diejenigen, die seit März 2020 schon an allen Programmen teilnehmen, wissen, da gab es immer mal wieder ein Hin und Her. Es war irgendwie nie klar, was wird denn jetzt eigentlich so gefördert. Man scheint sich jetzt als Geldgeber darauf geeinigt zu haben, dass es dann tatsächlich um die Umsatzausfälle weiterhin gehen soll. Und die grobe Leitlinie ist, dass die Überbrückungshilfe 4 ähnlich der Überbrückungshilfe 3 bzw. 3 Plus sein soll. Das hilft uns schon mal ein bisschen, um das Ganze einschätzen zu können. Es gibt bisher wenig Informationen dazu, wie die Überbrückungshilfe 4 aussehen soll. Die Eckpunkte sind im Augenblick, wir brauchen weiterhin also Umsatzausfälle. Die müssen auch wieder hin, so wie es bisher war, bei mindestens 30% liegen. Habe ich Umsatzausfälle von über 70%, da gab es bisher, zum Beispiel in der Überbrückungshilfe 3 Plus, 100% Förderung der entsprechenden ja, Verluste, ne, Kosten, die ich da entsprechend angesetzt habe. Das wird sich jetzt von diesen 100% auf 90% reduzieren. Ja, also in der Spitze bei Umsatzrückgängen von 70% gibt es dann nur noch eine 90% Kostenerstattung. Referenzzeitraum ist übrigens weiterhin das Jahr 2019 und dann die entsprechenden Monate aus dem Jahre 2019. Da gab es mal zwischendurch die Frage, ob sich das vielleicht aufs Jahr 2020 beziehen könnte. Aber naja, 2020 hatten wir ja dann irgendwann schon auch das Coronavirus. Also von daher, dass wir jetzt hier auf das Jahr 2019 wieder als Bezugsjahr und die entsprechenden Monate abstellen, das macht dann auch entsprechend Sinn.
Wir werden wieder Kostenpositionen ansetzen müssen und es werden wahrscheinlich auch dieselben Kostenpositionen sein, die wir bisher kannten. Eine wird wegfallen, und zwar die entsprechenden Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, wo viele von uns, gerade wenn sie vielleicht aus der Gastronomie oder Hotellerie kommen, mit Hygienekonzepten gearbeitet haben und dann entsprechend ihre Etablissements dann umgebaut haben. Diese Kostenposition wird es jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Also speziell, wer dann eben aufgrund eines Hygienekonzepts sein Geschäft, seinen Laden umbauen will, das geht dann anscheinend jetzt nur noch bis zum 31.12. diesen Jahres. Mit der Überbrückungshilfe 4 werden diese Kosten dann nicht mehr gefördert. Ansonsten, in einem vorigen Vortrag wurde immer wieder nachgefragt, die Marketingmaßnahmen werden auch weiterhin drin sein. Aber Achtung, das ist eine Position, die steht uns nur einmal zur Verfügung. Ja, also wenn ich die schon einmal bei der Überbrückungshilfe 3 oder 3 plus geltend gemacht habe und jetzt eben wieder geltend mache, dann muss ich mir die bisherigen Kostenpositionen, die ich da angesetzt habe, entsprechend anrechnen lassen. Also da gibt es dann nur einmal die 20.000 Euro, beziehungsweise gedeckelt dann auch auf die Marketingmaßnahmen, die ich im Jahre 2019 hatte. Es wird weiterhin Eigenkapitalzuschüsse geben. Auch hier brauche ich dann erstmal, so wie bisher, einen Umsatzrückgang von 50%. Aber ich habe dann nur noch eine Eigenkapitalzuschussförderung von entsprechend 30%. Ja, also das ist da gedeckelt. Eine einzige Ausnahme gibt es für die, die Weihnachtsmärkte machen. Da gibt es einen Eigenkapitalzuschuss von 50%. Das so in der Kürze, was wir bisher über die Überbrückungshilfe 4 wissen. Man ist im Augenblick dabei, die genauen Konditionen auszuarbeiten. Und naja, wahrscheinlich wird es nächste Woche wieder alles anders sein und ich werde mich schämen, was ich heute gesagt habe. Aber das ist der aktuelle Stand. Ganz kurz auch nochmal zu dem, was wir hier so bei diesen Überbrückungshilfen überhaupt so rechtlich haben. Es handelt sich nicht irgendwie um einen Vertrag mit Ihnen, ja, oder ja, dass es irgendwie ein Gesetz dafür gibt. Das ist tatsächlich Geld, das der Staat als Subvention der Wirtschaft, die leidet, zur Verfügung stellt. Von daher sind wir hier auch immer so ein bisschen in der Hand des Geldgebers, der dann seine Bedingungen, unter denen er fördert, dann eben selbst definieren kann. Und da kann es halt immer mal sein, dass es ein bisschen dauert. Na, da müssen wir dann darauf warten. Und wenn Sie abwarten können, wäre es tatsächlich auch gut, nicht auf Basis von fiktiven Zahlen zu arbeiten, sondern wenn es geht, erstmal ein bisschen abzuwarten, dann wissen wir auch genauer, wie sind die Bedingungen und dann haben wir vielleicht auch echt Zahlen, auf deren Basis wir dann die entsprechenden Hilfen beantragen können. Das ist zum Beispiel auch ein Hinweis an diejenigen, die bisher die Überbrückungshilfe 3 Plus noch nicht beantragt haben. Ich kann die Überbrückungshilfe 3 Plus noch bis zum 31. März nächsten Jahres auch beantragen. Die Überbrückungshilfe 3 Plus, ist der Förderzeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Ich könnte also noch abwarten, hätte dann vielleicht meine echten Zahlen und könnte dann im Januar, Februar und sogar im März noch die Überbrückungshilfe 3 beantragen und hätte dann eben nicht so eine weiche Basis, wo ich die Zahlen noch nicht so genau kenne, sondern könnte schon auf konkreten Zahlen dann entsprechend aufbauen. Was vor allem für mich gut ist, wenn ich dann hinterher die Schlussabrechnung mache. Und es gibt zweitens dann auch nicht mehr viele Änderungsanträge, die ich stellen muss, wenn mir zwischenzeitlich auffällt, oder habe ich viel zu viel oder viel zu wenig beantragt. Außerdem, wie ich ja gerade schon berichtet hatte, bei der Überbrückungshilfe 3 Plus ist der Bearbeitungsstand ja eh noch ein bisschen mau. Wenn Sie jetzt ein bisschen später dran sind, heißt das nicht unbedingt, dass Sie dann tatsächlich auch später Geld bekommen. Die anderen warten ja auch eh noch ein bisschen. Ja, ansonsten, wir handeln hier im Rahmen der Subvention, das wissen Sie in der Zwischenzeit ja auch. Subventionen müssen immer mit der Europäischen Union abgesprochen werden, mit der EU-Kommission. Ansonsten sind Subventionen nicht zugelassen. Ansonsten müssen Subventionen dann auch immer wieder zurückgezahlt werden. Und sowas macht die EU-Kommission auch, wenn die mitkriegt, dass ein Staat zu viel Subventionen, die nicht abgesprochen sind, an Unternehmen zahlt. Von daher muss sich Deutschland hier immer absprechen. Was gut ist, ist, dass die EU-Kommission in der Zwischenzeit das für uns entscheidende Temporary Framework Agreement, womit unsere Beihilfetöpfe hier freigegeben werden, erhöht hat. Das heißt für uns, für diejenigen, die dann schon auch ein bisschen mehr Förderung benötigen, die Fördertöpfe sind jetzt größer. Wenn ich zum Beispiel
auf die Kleinbeihilfe gehe, die für uns gerade im Bereich der Überbrückungshilfen schon sehr interessant ist, der wurde erhöht von 1,8 Millionen pro Unternehmen auf 2,3 Millionen. Also der Staat darf jetzt ein Unternehmen aus diesem Topf mit 500.000 Euro mehr fördern. Ansonsten bei der Fixkostenbeihilfe ist die Grenze auch nach oben gesetzt worden von 10 Millionen auf 12 Millionen. Also diejenigen Unternehmen, die dann mehr Gelder brauchen, kriegen dann jetzt auch mehr Gelder. Und diejenigen, die die Töpfe ausgeschöpft haben, könnten jetzt also auch wieder entsprechend Förderung beantragen. Eine Frage, die mich immer wieder begleitet, ist, was ist denn, wenn ich bisher noch keine Förderung beantragt habe, aber jetzt eine Förderung bräuchte, kann ich dann überhaupt einen Antrag stellen oder hätte ich schon vorher eine Überbrückungshilfe 1, 2 oder 3 stellen müssen? Diese Bedingung gibt es nicht. Also wenn Sie jetzt das erste Mal merken, oh, jetzt reicht das Geld nicht mehr, ich brauche eine Hilfe, dann können Sie jetzt zum Beispiel auch mit der Überbrückungshilfe 4 das erste Mal beginnen. So, das waren auch meine einleitenden Worte zu den Hilfen und dem aktuellen Stand im Augenblick. Herr Dr. Schlegel, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Fragen an, die es in der Fragerunde so gibt, nicht wahr? Ja, sehr zahlreich. Will vielleicht gleich sagen, alle Fragen werden wir fürchtlich nicht beantworten können, aber wir versuchen, so viel wie nur eben durchführbar abzuarbeiten. Erste Frage, das Aufsichtspersonal beim Testen im Betrieb, muss dies darin eingewiesen, geschult sein oder kann jeder Arbeitgeber, abgestellte Arbeitnehmer dies beaufsichtigen ohne Vorkenntnisse? Ja, wenig überraschend, dazu steht im Gesetz nichts. Meine Auffassung, es gilt zu unterscheiden. Solange der Arbeitnehmer den Test selbst durchführt, nach den Vorgaben des Testherstellers, ist das lediglich zu beaufsichtigen. Also es guckt jemand, dass das gemacht wird. Und dafür braucht es nach meiner Überzeugung keine vorherige Ausbildung oder irgendeinen Schnelltest Beaufsichtigungsschein. Ja, das glaube ich nicht. Dann die Frage Verlängerung, also auch für erhöhte Sätze an Arbeitnehmer. Ja, Antwort lautet ja. Gucke zu Herrn Loll, der schüttelt nicht den Kopf. Also erhöhte Sätze bis 31.03.2022. So verstehen wir die Regelung. Also genau, es gibt ja noch gar keine Regelung. Bisher gibt es nur eine Regelung, dass wir erstmal mit 60% wieder starten. Aber ja, unser jetzt in der Zwischenzeit der Dauerarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, dass es eben diese Aufstockung, die höheren Sätze dann wieder geben soll. Das ist von vorgestern diese Information. Das ist also erstmal nur eine, naja, Verlautbarung des entsprechenden Bundesministers. Da wird es noch was geben, aber so sieht es im Augenblick aus, ja, dass diese Aufstockung so kommt und alles gleich bleibt. Nächste Frage ist ein bisschen länger. Ich kürze das ab. Da geht es um die Frage, wie berechnen sich die 6 Monate bei den Genesenen? Denn man bleibt Genesener bis zu 6 Monate nach dem Genesensein. Das hängt ab vom Datum der Bescheinigung. Also auf welches Datum lautet die Bescheinigung hier mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen zu sein. Darüber gibt es genesenen Bescheinigungen und das Datum dieser Bescheinigung, das ist maßgeblich, daraus rechnen sich die 6 Monate. Das Beispiel, das uns die Fragestellerin hier mitgegeben hat, da schlussfolgere ich, dass in jedem Fall die 6 Monate abgelaufen sein dürften. Wobei das natürlich fraglich ist. Immerhin war die Erkrankung bis 28.05. und dann kam es wieder zur Quarantäne 24.11. Das sind dann nicht ganz 6 Monate. Also da müsste man nochmal in die Bescheinigung schauen. Ich vermute aber, dass die 6 Monate hier abgelaufen gewesen sind. Ja, dann nochmal eine Frage, Herr Lolles, glaube ich, für Sie habe ich das richtig verstanden, dass auch die Steuerfreiheit von Zuschlägen verlängert wurde. Genau, das wäre dann die Konsequenz, ja, wenn das so kommt, wie der Herr Heil sich das vorstellt. Ja. Ansonsten gibt es auch noch mal eine Frage, ob die Verlängerung des KUKs dann eben auch bedeutet,
wenn ich bis Mai noch 80% hatte, beziehungsweise 87, wenn ich ein entsprechendes Kind hatte, dann zwischendurch kein Cook und jetzt nun wieder in Cook reinkomme, dass ich dann gleich wieder mit 80% starte. Ich fürchte nicht, es darf immer nur vorübergehende Unterbrechungen geben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir dann eben im Sommer gearbeitet haben, dass wir jetzt bei 60% wieder anfangen könnten. Ja, also es gibt jetzt wieder dann die Staffelung, die wir bisher hatten. Ich starte eigentlich mit 60, nach 4 Bezugsmonaten habe ich 70 und dann nach 7 80%, dass ich diese Staffelung dann wieder von vorne anfangen muss. Wäre jetzt meine Vermutung nach dem, was man so in der Presse liest. Dann die Frage, wenn also ein Arbeitnehmer ungeimpft ist und selbst positiv getestet ist und für die erste Woche der Quarantäne ebenfalls eine AU-Bescheinigung hat, aber für die zweite Woche lediglich die Quarantäneanordnung, dann hat er also für die zweite Woche keinen Anspruch auf Vergütung. Antwort: Ja, so sehe ich das. Genau. Erste Woche ist Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall, zweite Woche kein Anspruch auf Vergütung. Dann nochmal bedeutet diese Verlängerung von Cook, dass die 80 bzw. 87%, die die Arbeitnehmer bis Mai erreicht hatten, nun wieder aufgenommen werden, wenn wir zwischen Juni und November keine Kurzarbeit hatten, nun aber wieder drin sind. Ja, die Frage, glaube ich, Definitiv. ist beantwortet worden, Herr Loll. Das wird wahrscheinlich schwierig werden. Dann abgestellter Arbeitnehmer, also das war ein Tippfehler. Wie verhält sich die Erstattung für Quarantäneanordnungen bei Ungeimpften, wenn diese selbst positiv getestet sind und keine AU haben? Ja, ich habe gehofft, dass Sie die Frage nicht stellen, weil die Frage kann ich nicht sicher beantworten. Mein Rat ist in diesen Fällen an alle betroffenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, keine Entgeltfortzahlung zu leisten und den Arbeitnehmer an die Gesundheitsbehörde zu verweisen. Der mag dort einen Antrag stellen und dann müsste man gucken, wie die dort verfahren. Aber ich würde in diesem Fall ohne AU-Bescheinigung würde ich hier keine Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall leisten und da es auch keine Quarantäne ist in dem Fall. Oder selbst wenn es eine Quarantäne wäre, weil ungeimpft, gibt es keinen Anspruch auf Entgeltvorzahlung. Ja, dann ist das ein Problem, glaube ich, praktischer Natur, Herr Loll. Die nächste Frage. Wir warten seit Mai auf die Bearbeitung des Antrags auf Quarantänegeld für eine Mitarbeiterin. Es gibt keinen Bearbeitungsstatus. Ja, ich vermute, die Gesundheitsämter sind abgesoffen. Da habe ich jetzt zu Recht auch keine Idee, wie man das beschleunigen könnte. Dann haben wir sind ein Jugendhilfeträger mit ambulanten und stationären Jugendhilfemaßnahmen. Welche Regelungen gelten für uns bezüglich 3G am Arbeitsplatz? Im Moment handhaben wir es so, dass die Mitarbeiter, die nicht geimpft oder in den letzten 6 Monaten genesen sind, jeden Tag einen Test unter Aufsicht bei uns machen müssen oder einen Test von einer offiziellen Teststation vorzeigen müssen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal der richtige Weg. Das sichert Sie aus meiner Sicht weitgehend ab. Wenn das dokumentiert wird, dann kann ich da im Moment wenig aussetzen. Mitarbeiterin ist erst einmal geimpft und ist als Kontaktperson in Quarantäne geschickt worden. Lohnfortzahlung ja oder nein? Meiner Meinung nach nein. Erste Impfung ist nicht geimpft, sondern Impfstatus hat man nach zweiter Impfung plus 14 Tage. Von daher, diese Person ist nicht geimpft und nicht genesen. Das heißt, dann nach dem, was ich gesagt habe, kein Anspruch Entgeltfortzahlung. Ich habe gerade gesehen, übrigens, eine Quarantäne bei Isabel hat. Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind. Hatten Sie noch was, Herr Loll? Als Ergänzung nur zu unserer Frage: Guck ab Januar, ob wir dann mit 80% weitermachen können, wenn wir früher mal 80% hätten. Eine der Teilnehmerinnen hat geschrieben, dass sie sich beim Arbeitsamt dazu schon erkundigt hätte und dass auch bei Unterbrechung die höheren Sätze wohl greifen würden. Also wäre ja schön, wenn das so kommen würde. Herr Dr. Schlegel, was ist nochmal Ihre Empfehlung, wenn wir dann entsprechende Anträge einreichen? Also meine klare Empfehlung ist immer, das Maximum zu beantragen.
dann können Sie nichts falsch machen. Ja? Beantragen immer das Maximum und auf den Bescheid warten und auf die Bescheidbegründung warten. Das, was hier uns mitgeteilt wurde, entspricht leider Gottes auch nicht meiner durchgehenden Erfahrung. Da mag es auch Unterschiede von Amt zu Amt geben. Deswegen mein klarer Praxistipp, immer das Maximum beantragen. Versuch macht klug, heißt es. Ja? Gut. Thema Lohnfortzahlung, Quarantäne bei Mitarbeitenden, die nicht geimpft oder genesen sind. Arbeitsvertrag ist der 616 nicht ausgeschlossen. Heißt dies, dass die Lohnfortzahlung per se nicht geleistet werden muss? Oder ist eine Frist im Sinne 616 zu berücksichtigen, der Lohn gezahlt werden sollte? Gibt es jetzt schon Gerichtsurteile? Ja, Lohnfortzahlung, Quarantäne. Meiner Meinung nach zahlt der Arbeitgeber bei denen, die als nicht Geimpfte unter Quarantäne gestellt wurden, nichts. Eine ausdrückliche Regelung diesbezüglich gibt es nicht. Es gibt lediglich eine Regelung ausdrücklicher Natur, dass in diesen Fällen kein Entschädigungsanspruch gegenüber den Gesundheitsbehörden geltend gemacht werden kann. Gerichtliche Entscheidungen dazu mir aktuell nicht bekannt. Trotzdem bleibt es bei dem hier von mir gegebenen Rat. Dann haben wir, was ist das? Wie ist physische Zusammenarbeit im Büro definiert? Mehrere Mitarbeiter in einem Raum, bestimmte Anzahl Mitarbeiter pro Quadratmeter Raumluft oder pro Kubikmeter Raumluft oder ganz allgemein mehrere Mitarbeiter im Büro. Hintergrund der Frage, bei uns im Büro ist die Raumgestaltung sehr offen. 3 Arbeitsplätze auf 2 Etagen in insgesamt 60 Quadratmetern. Wie verhält es sich mit auftragstätigkeitsbezogener, unabdingbarer Zusammenarbeit von Mitarbeitern und deren Dokumentation? Ja, alles ganz spannende Fragen. Sie ahnen es schon, alles nicht im Gesetz geregelt. Da geht es um die Frage physischer Kontakt. Ist physischer Kontakt ausgeschlossen? Scheint mir nicht 100% so zu sein bei Ihnen. Wenn es anders ist, dann sind Sie befreit von den Testpflichten nach Infektionsschutzgesetz. Das wäre dann auch für die Nicht-Geimpften nicht notwendig. Ansonsten testen. Zum Thema Cook, können geringfügig Beschäftigte weiterbeschäftigt werden? Wären Vollzeitmitarbeiter in 60%, 70% oder 70-100% in Cook sind? Vielen Dank. Ja, großes Problem. Da macht die Bundesagentur für Arbeit regelmäßig Ärger, weil sie sagt, kann doch nicht sein, dass ihr hier die 450er alle arbeiten lasst, weil ihr genau wisst, dass er für die keine Unterstützungsleistungen bekommt. Und wir zahlen hier, guck, für den Rest. Das Konzept müsst ihr uns erläutern. Und das kann dann schon mal schwierig werden. Ja, also wenn es für die Beschäftigung, so wie hier geschildert, vernünftige Gründe gibt, dann mag man Erfolg haben. Aber das ist mal prinzipiell risikobehaftet. Genau, das ist auch unsere Erfahrung. Die Corona-Hilfe und Überbrückungshilfen als Entschädigung und nicht als Zuschuss beurteilt werden können. Für die Anwendung der Ein-Fünftel-Regelung. Oh, das ist eine Frage für Herrn Loll. Ja, endlich mal eine Frage für mich, ja. Und da scheint ich mal schon die steuerrechtliche Literatur gelesen zu haben. Also, in sämtlichen FAQs unserer Geldgeber steht immer drin, dass sämtliche Förderungen, die wir bekommen, steuerpflichtig sind. Und wenn Sie für das Jahr 2020 schon Steuererklärungen abgegeben haben oder noch abgeben wollen, es wird auch explizit abgefragt, ob Sie Corona-Hilfen bekommen haben. Also, ich muss in der Steuererklärung auf jeden Fall immer angeben, ich habe Corona-Hilfen bekommen. Und dringende Empfehlung ist auch erst einmal, diese Corona-Hilfen als voll steuerpflichtig anzugeben. Sonst hätte ich vielleicht ein Thema. Es gibt aber in der Zwischenzeit tatsächlich einige von uns Steuerberatern, die sagen, Moment mal, wenn etwas besteuert werden soll, dann brauche ich doch eine gesetzliche Grundlage dafür. Das steht im Gesetz. Und wo ist denn das Gesetz, das uns sagt, dass genau diese Hilfen hier zu besteuern sind und wie sie zu besteuern sind? Also, man hat tatsächlich hier jetzt noch einigen Diskussionsbedarf. Ich würde jetzt erstmal, also wenn Sie überhaupt Ihre 20er-Erklärung noch gar nicht abgegeben haben, haben wir das Thema noch gar nicht. Ich würde es tatsächlich mal abwarten und im Zweifel dann auch die Steuerbescheide, wenn die mal irgendwann kommen, offen halten lassen wollen. Deswegen, vielleicht gibt es ja da noch Entwicklungen, vielleicht gibt es irgendwann dann auch nochmal Finanzgerichtsentscheidungen dazu, sodass wir da in das Thema reinkommen.
Empfehlung, erstmal auf Sicherheit spielen, als steuerpflichtig ansehen. So ist noch die herrschende Meinung im Augenblick, aber man kommt vielleicht nochmal in Zukunft raus. Mal sehen. Also ich würde das mal abwarten, das Thema. Ja, nächste Frage ist eine ganz, ganz spannende Frage. Da geht es darum, dass in einem sogenannten Kleinbetrieb jemand ungeimpft ist und die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber überlegen, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Sie können das Arbeitsverhältnis mit einem Arbeitnehmer im sogenannten Kleinbetrieb, das heißt regelmäßig nicht mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt, ohne Angabe von Gründen, jederzeit ordentlich, das heißt fristgemäß kündigen. Dabei kann im Hinterkopf die Frage geimpft, nicht geimpft eine Rolle spielen. Ich würde es nicht zum Ausdruck bringen, sondern man trennt sich halt. Ja, man spricht also eine ordentliche fristgemäße Kündigung aus. Und wenn keine Sonderfaktoren gegeben sind, wie etwa Schwerbehindertenstatus oder Schwangerschaft, dann dürfte diese Kündigung auch weitgehend risikolos sein. Ja, dann eine Frage, die ist mir jetzt in den Tagen schon häufiger gestellt worden, weil wir diskutieren ja schon ein bisschen länger über die Impfpflicht. Wir haben in einer Pflegeeinrichtung einen Küchenmitarbeiter. Muss der auch geimpft werden? Man möchte im ersten Moment sagen, nein, denn der steht ja nicht im physischen Kontakt zu den vulnerablen Personen. Jetzt arbeitet er bei einer Küche. Ja, hätten Sie mir gesagt, das ist eine Verwaltungskraft, dann hätte ich noch mal größere Zweifel gehabt. Beim Küchenmitarbeiter kann ich mir gut vorstellen, dass auch den die Impfpflicht trifft, aber ich kann es Ihnen augenblicklich nicht 100% sicher sagen. Muss auch gestehen, die gesetzlichen Regelungen sind erst in den letzten 24 Stunden durchgesickert und wir müssen uns auch an der Stelle erstmal einarbeiten. Ich könnte es mir aber im Moment vorstellen, weil der Küchenmitarbeiter ist auch klar über die Speisen durchaus vorstellbar, dass auch dort ein Infektionsrisiko besteht. Dürfen die Tests, die die Arbeitnehmer täglich mitbringen müssen, im Betrieb im Original oder in Kopie abgelegt werden? Ja, schöne Frage an den Datenschützer, der ich nicht bin, aber vom Datenschützer habe ich mal gelernt, man soll möglichst datensparsam arbeiten. Ja, also es würde wahrscheinlich, also original demzufolge nicht, wobei ich da keinen großen Unterschied sehen kann, jetzt bei den Daten als solchen. Möglicherweise würde es auch einfach reichen, dass Sie sich durch Ihre Unterschrift vermerkt davon vergewissert haben, dass eben ein solcher Test vorliegt. Und dann müsste es auch ausreichend sein. Wenn der Lebenspartner einer Arbeitnehmerin an Corona erkrankt ist und keine Quarantäneanordnung vorliegt, wie verhält es sich mit der Entgeltfortzahlung, wenn der Arbeitgeber aus seiner Fürsorgepflicht diese nicht arbeiten lassen möchte? Homeoffice ist nicht möglich. Ja, schwieriger Fall, ja, ganz schwieriger Fall. Natürlich kann der Arbeitgeber aus Kulanz die Entgeltfortzahlung leisten. Macht er dies aber nicht, also er sagt einfach, es ist mir zu gefährlich, auch wenn keine Quarantäneanordnung vorliegt. Und ansonsten nichts. Ja, dann fürchte ich, wird es einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltzahlung geben. Darf ich da nochmal einhaken, Herr Dr. Schlegel? Ja, gerne. Für einen anderen Fall, weil ich Fürsorgepflicht gelesen habe, wenn Sie zum Beispiel aus der Gastronomie oder Hotellerie kommen oder ansonsten das Bedürfnis haben, Ihren Betrieb zu schließen, um Infektionsketten zu unterbrechen. Sie merken vielleicht auch durch die entsprechenden Corona-Maßnahmen, die im Augenblick im Umlauf sind, 2G, 3G, schaffen Sie es mit dem Geschäft vielleicht nicht. Es lohnt sich vielleicht auch nicht so richtig, den Laden offen zu halten. Wenn Sie freiwillig schließen, ohne dass es eine staatliche Anordnung dafür gibt, ist im Augenblick, wenn wir gerade jetzt mal auf meinen Bereich der Corona-Hilfen gucken, wird gesagt, Sie haben dann für diese Umsatzausfälle keine Berechtigung, entsprechende Corona-Hilfen zu bekommen. Na, das ist im Augenblick noch die, klare Ansicht der entsprechenden Behörden.
So manche Lobbyorganisationen versuchen jetzt schon auf die Ministerien einzuwirken und zu sagen, ja, wir versuchen da mitzumachen, ja, und den entsprechenden Virus dann jetzt hier einzudämmen durch unsere Maßnahmen. Bitte helft uns trotzdem. Vielleicht kommt da noch was. Aber im Augenblick, wenn Sie freiwillig schließen, riskieren Sie aus Corona-Hilfe-Sicht dann die entsprechenden Hilfen für den Zeitraum. Ja, ich habe gestern Nachfrage bekommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Riesenproblem, 2G plus. Ja, in der Gastronomie bei 2G plus kommt keiner mehr essen. Vormals 100 essen, jetzt noch 2, darf der Betrieb schließen. Ich rate augenblicklich Minimalprogramm fahren. Ja, das heißt nach Möglichkeit alles eindampfen, was geht, aber komplett schließen, komplett dicht machen. Ist ein Problem, haben wir auch beim Kurzarbeitergeld erfahren müssen. Ja, ist kritisch, unbefriedigend. Es gibt so Fälle, wo wir sagen, wir würden gern helfen, aber augenblicklich müssen wir da auch so ein bisschen das Auge drauf haben, wie es einfach in der Praxis gehandhabt wird. Und da sieht es im Moment nicht so erfreulich aus. Ja, jetzt gucke ich mal. Wenn Montag 10 Uhr getestet wird, gilt dann der Test am Dienstag 7 Uhr noch oder Dienstag früh neu testen? Nein, der gilt noch. Es sind ja noch 24 Stunden nicht abgelaufen. Und die 24 Stunden, da geht es um den Zeitpunkt, zu dem ich den Betrieb betrete. Und Sie haben ein schönes Beispiel gebracht. Ja, das würde in der Tat darauf hinauslaufen, dass diese Person für 2 Arbeitstage nur einen Test braucht. Ja, das ist ein bisschen verwunderlich, aber ja, ist einfach da. Okay. Herr Loll, 13:47 Uhr. Wir haben schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Eiserne Regel, nie mehr sprechen als versprochen. Es sind noch ein paar Fragen offen, wir wissen das. Unsere Kontaktdaten sind aber verfügbar. Und von daher wenden Sie sich ruhig an uns, insbesondere dann, wenn Sie ja, das habe ich schon hier gesehen in der Liste, bereits Mandant der ETL-Gruppe sind. Letzte Frage an die Technik, weil wir das ein paar Mal gefragt worden sind, wird hier aufgezeichnet. Kann man das noch irgendwo sich mal anschauen, anhören? Ich weiß, dass wir live streamen über Facebook, aber das hilft jetzt auch nichts, denn hier wird ausdrücklich nach der Konserve gefragt. Herr Grabowatz, kurzer Hinweis von der Regie. Haben wir eine Konserve oder müssen wir auf unsere nächste Sendung verweisen? Hallo an alle Teilnehmer. Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Okay. Das heißt, wir werden das vermutlich dann auch als Konserve anbieten können. Ja, dann vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihr damit gezeigtes Engagement. Vielen Dank an meinen Kollegen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle nicht endgültig, sondern wir bleiben dran, informieren Sie weiter und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und einen gesegneten dritten Advent. Wiedersehen.